Guten Morgen für euch alle. Nummer 237. Heute ist Sonnabend. Noch nicht Sonnabendabend, aber Sonnabend, der 28. November 2020. Noch nicht Sonnabendabend, sage ich deshalb, weil das Gedicht heute Samstagabendfieber heißt. Und zwar, das gibt es jetzt gleich am Vormittag, da könnt ihr euch vorbereiten. Und das beschreibt ja Sachen, die wir seit langer Zeit schon gar nicht mehr kennen. Und deshalb aber sollen sie nicht in Vergessenheit geraten. Und vielleicht gibt es auch wieder mal eine Zeit, die so verläuft. Das Gedicht ist von Robert Gernhardt. Samstagabendfieber. Wenn mit großen Feuerwerken Bürger froh das Dunkel feiern, sich mit Bier und Fleischwurst stärken und in die Rabatten reihen. Wenn sie in den Handschuhfächern kundig nach Kondomen tasten und die breiten Autos blechern strahlend ineinander hasten. Wenn in Häusern bunte Schatten herrlich aufeinander schießen, sich verprügeln, sich begatten, bis die letzten Kinos schließen. Wenn dann in zu lauten Räumen viele Menschen sich bewegen und beim Lärmen davon träumen, stumm einander flach zu legen. Wenn am Ende Franz und Frieda glücklich in der Falle liegen, wer gedenkt dann jener, die da noch eins in die Fresse kriegen? Ich gebe zu, ich weiß nicht, der Robert Gernhardt da unten in diesem Teil Deutschlands gelebt hat, aber es macht er sich ganz gut. Zum Robert Gernhardt noch, er war tatsächlich 1979 Mitbegründer der Titanic, der Satirezeitschrift. Ist 1937 geboren und hat auch, das ist das Tolle, als Zeichner gearbeitet und Kinderbücher verfasst. Ich erinnere mich irgendwas von einem Riesen, das hat meine Kinder, unsere Kinder auch gelesen. Mit diesem Ausblick auf den doch etwas trüben Samstag wünsche ich euch einen solchen schönen und natürlich auch ein schönes Wochenende. Aber wir sehen uns ja morgen wieder und das ist doch schön. Ich grüße euch, bis dahin.